Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Herr Rissmann, was Sie hier vorhin gemacht haben, ist unanständig und unredlich, und es ist nebenbei auch am Thema vorbei. Es ist unanständig und unredlich aus folgendem Grund. Wer so argumentiert, kann auch Folter rechtfertigen. Ich muss mich nur hinstellen und sagen, wer will eigentlich behaupten, dass wenn der Junge, der seinerzeit aus der Bankiersfamilie von Metzlern entführt worden ist, noch gelebt hätte, dass die Anwendung von Folter auf Anordnung des Polizeipräsidenten nicht möglicherweise dieses Kind gerettet hätte. Wer will eigentlich das behaupten? Das kann niemand behaupten. Und trotzdem ist es gut und richtig, und ich hoffe, da sind wir uns auch einig, lieber Kollege Rissmann, dass wir in einer rechtsstaatlichen Demokratie und bei einer rechtsstaatlichen Strafverfolgung auf Folter verzichten. Das ist jetzt erstmal die Grundvoraussetzung, weil ansonsten kommen wir nämlich an einen Punkt, an dem man nur genug Beispiele bringen muss, die auf dem Stammtisch bestehen und die rührselig genug sind. Und man kann den Einsatz jeder Ermittlungsmethode jederzeit rechtfertigen. Dann brauchen wir keine Strafprozessordnung mehr, wir brauchen kein Strafgesetzbuch mehr, wir brauchen kein Grundgesetz mehr, sondern wir sagen einfach, die Polizei soll das Notwendige tun, um die Täter zu fassen. Punkt. Dann können Sie allerdings auch die Gerichte abschaffen. Dass in einer Demokratie Gesetze und Recht auch Maß für staatliche Gewalt sind und für den Einsatz staatlicher Ermittlungsbefugnisse sind, das sollte doch Ihnen, lieber Herr Kollege, als jemand, der Jura studiert hat, der hoffentlich ein paar Staatsrechtsvorlesungen gehört hat, der eigentlich irgendwie im Grundgesetz mal geschult worden ist und der irgendwo die Wurzeln der Aufklärung und der modernen Gewaltenteilung kennt, klar sein. Und was machen Sie? Sie stellen sich hin und zählen neuen Beispiele auf. Im Übrigen, der Herr Kollege Lauer hat völlig recht. Woher haben Sie die eigentlich? Und wer sagt mir eigentlich, dass Sie sich nicht am Abend ausgedacht haben, gestern Abend noch mal so kurz vorm Einschlafen, beim Rumsinieren oder so? Ich kann Ihnen auch noch 10 weitere Beispiele erfinden. Woher haben Sie die? Und wie kriegen wir die, um nachzuvollziehen, ob Sie uns hier keine Märchen erzählen? Mal nebenbei, Bestätigung des Geständnisses. Seit wann ermitteln wir denn für die Bestätigung des Geständnisses? Sagen Sie, läuft doch nicht alles normal, haut doch nicht alles hin mit Ihren Beispielen, oder? Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Rissmann? Ja. Bitte schön. Herr Kollege Lederer, ich gebe mir Mühe, nicht über jedes Stöckchen zu springen, aber ich will Ihnen die Möglichkeit geben, dem Auditorium hier vielleicht zu erklären oder sich dazu zu äußern, ob die Funkzellenfrage erstens gesetzlich geregelt ist in der Strafprozessordnung, also eine gesetzliche Grundlage für Sie vorhanden ist. Und meine zweite Frage an Sie ist, ob es nicht so ist, dass bei allen Funkzellenabfragen eine richterliche Anordnung auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorliegen muss. Ohne diese wird sie nach meinem Kenntnisstand gar nicht durchgeführt, weil Sie ja meine Ausführungen bewusst und in bösartiger Weise dahingehend missverstehen wollen, dass ich Gerichte abschaffen wollte. Gerichte haben die Funkzellenabfragen angeordnet in jedem Einzelfall, oder trifft das nicht zu? Also mal abgesehen davon, dass es auch richterliche Fehlentscheidungen gibt und dass gerade solche, das wissen wir im Übrigen aus Rechts, das wissen wir aus rechtssoziologischen Ermittlungen, dass gerade bei Eilbefugnissen solche Anträge von Ermittlungsrichtern oft genehmigt werden, obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen überhaupt nicht vorliegen. Das ist erstmal, ja, aber Sie überlassen mir, wie ich antworte, Herr Kollege, oder? Sie haben es angeordnet und ich sagte gerade, es ist durchaus denkbar, dass diese Anordnung nicht in jedem Fall dass diese Anordnung im konkreten Fall nicht unbedingt den Anforderungen der Rechtsordnung entsprechen. Das wird auch keiner bestreiten. Das sind rechtssoziologische Befunde, die können Sie selber nachlesen, Sie sind ja Fachmann. Der zweite Punkt ist, jetzt lassen Sie mich doch mal antworten, blabbern Sie mir doch nicht permanent dazwischen. Sie haben mir eine Frage gestellt, hören Sie sich die Antwort an und vielleicht auch noch den Rest der Rede, weil ich komme ja dazu noch. Was war nochmal die zweite Frage? Gut. Also, natürlich gibt es dafür eine Ermächtigungsgrundlage und diese Ermächtigungsgrundlage spricht von schweren und schwersten Straftaten und ich kann Ihnen eins sagen, Eierdiebstahl gehört nicht dazu. Punkt. Wie kommen Sie eigentlich dazu, hier mit solchen Fällen zu argumentieren, wenn selbst die lausigen Zahlen, die wir hier bekommen haben und die eigentlich das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen, besagen, dass diese Straftaten, von denen Sie geredet haben, nur im absoluten Ausnahmefall überhaupt Gegenstand dieser Ermittlungsmethode waren? Ich meine, Sie müssen jetzt mal irgendwann anfangen, über den Bericht mit uns zu diskutieren und nicht über irgendwas, was Sie hier gerne dem Plenum erzählen wollen. So. Also,
Kollege Lauer hat völlig recht. Das ist eine politische, eine gesetzgeberische Entscheidung, welche Ermittlungsmethoden man einsetzt. Und nicht alles, was eingesetzt werden kann, sollte in einem modernen Rechtsstaat auch eingesetzt werden. Das ist am Ende eine Abwägung zwischen Eingriffen auf der einen Seite und dem Nutzen bei der Strafverfolgung auf der anderen Seite. Und wenn Sie sich jetzt hier hinstellen und sagen, ist doch völlig Wurst hier mit dieser Überwachung und so, die Leute kriegen es doch gar nicht mit und sie interessiert es auch nicht. Na, da kann ich Ihnen an der Stelle aber mal sagen, also heimliche Grundrechtseingriffe sind erstmal schon per Definition des Bundesverfassungsgerichts schwere Eingriffe. So, und die Nützlichkeit, den Beweis sind Sie uns hier schuldig geblieben, dass Sie irgendetwas genutzt haben. Wie gesagt, zur Bestätigung von Geständnissen brauche ich keine Funkzellenabfrage, ist doch absurd. So, da braucht man ordentliche Ermittlungsarbeit, dann kriegt man ein Geständnis. So. Also, wir halten, das ist ja bekannt, diese Ermittlungsmethode für überflüssig, weil nicht dargelegt worden ist, dass der Nutzen angesichts der schweren Eingriffe in die Privatsphäre vieler Menschen, und das ist eine fast flächendeckende Überwachung in dieser Stadt, dass die Nützlichkeit tatsächlich deren Anwendung erfordert. Unabhängig davon haben wir in dem Haus hier immer alle Anstrengungen unterstützt, um die Kriterien strikter zu fassen und die parlamentarische Kontrolle des Instruments zu verbessern, Transparenz herzustellen. Und schon im Bericht des Datenschutzbeauftragten von 2012, das sind da nicht nur drei Jahre, Herr Kollege Lauer, sondern noch 5 Jahre, wenn wir bis 2017 brauchen, um hier mal zu evaluieren, hat der Datenschutzbeauftragte schon gesagt, also rechtsstaatlichen Maßstäben genügt der Einsatz der Funkzellenabfrage hier in Berlin in keinem Fall. Naja, ich meine, der Datenschutzbeauftragte ist nicht irgendwer. Danach haben wir hier begonnen zu diskutieren und danach haben wir hier versucht, Transparenz herzustellen und mal ein paar Korsettstangen einzuziehen. Und ich erinnere mich noch an den hemdsärmeligen Herrn Raubach, der uns begeistert erzählt hat, wie man die Enkeltrickbetrüger mit der Funkzellenabfrage findet und dass parlamentarische Kontrolle sowieso eine ziemlich hinderliche und überflüssige Veranstaltung ist. Und jetzt reden wir hier über den Nichtumsetzungsbericht des Senats zu unserem einstimmigen Beschluss zur Erhebungsmatrix. Und das ist nun wirklich eine lausige Lieferung. Die brauchen ein Dreivierteljahr für die Erkenntnis, dass die vorhandene Software für die statistische Erhebung nicht geeignet ist. Na, wann haben Sie sich denn drum gekümmert, neue Softwarelösungen zu beschaffen? Also, das war der Auftrag und den haben Sie missachtet. So, daraus folgt natürlich, Herr Lauer hat es gesagt, dass wir frühestens 2017 hier mal ernsthaft darüber diskutieren können. Und da sei an der Stelle für das bisschen Statistik, die das Minimum ist, was wir Abgeordneten erwarten dürfen zur Kontrolle der Exekutive, ist das lausig und ein bisschen zu wenig. Die Ausführungen zum Pilotprojekt, die sind einfach nur dreist. Sie sagen, naja, das geht um die Information von Menschen via SMS, da müssen wir mal ein bisschen prüfen. Na, das ist doch keine Raketenwissenschaft, verdammt. Das erfordert eine Prüfung, aber Sie haben jetzt ein Dreivierteljahr geprüft und jetzt teilen Sie uns mit, dass Sie immer noch weiter prüfen. So geht's nicht, Herr Heiermann. Und was die gelieferten Daten anbetrifft, naja, also, Cyber-Tommy jagt Eierdiebe. Wenn ich mir die Zahlen angucke, dann sind die aufbereiteten Zahlen noch lausiger geworden, als sie im ersten Bericht waren. Man kriegt eigentlich gar nichts mehr wirklich raus aus diesen Zahlen. Und das Einzige, was man feststellen kann, die Zahl der Verfahren steigt. Sie steigt jedes Jahr aufs Neue. Das lässt vermuten, dass die Staatsanwaltschaft mit sinkender Hemmschwelle das Instrument einsetzt, wann es ihr passt. Und die Behauptung, dass die Funkzellenabfrage nur bei schwersten Straftaten eingesetzt wird, die lässt sich nicht aufrechterhalten. Also das ist ein ziemlich dickes Ding. Dr. Dix hat völlig richtig festgestellt, dass hier eine rote Linie überschritten ist und dass hier weite Teile des Stadtgebietes unter permanente Beobachtung gestellt werden. Ich kann an der Stelle nur sagen, massenhafte Ermittlungsbefugnisse und keinerlei Kontrolle. Lieber Herr Rissmann, das kennzeichnet normalerweise nicht den demokratischen Rechtsstaat, sondern diktatorische Regimes. Vielen Dank.